Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 24 Hockey Ultimate Team Rivals Classic 5 gegen 5. Ich bin gespannt, welche Geschichte wir heute erleben. Wir haben schon lange nicht mehr Rivals gespielt. Sollte das heute nicht so funktionieren, wie ich es mir vorstelle, sehen wir uns am, oder wie soll ich sagen, sollte, ja, wenn man einfach merkt, hey, es ist einfach immer noch kein richtiges Patch, kein richtiger Patch, da kein richtiges Update, was ja auch nicht kam, sehen wir uns am Mittwoch wieder und dann am Freitag. Und dann warten wir einfach mal wieder den nächsten Patch ab. Müssen wir einfach schauen. Ich glaube, dass wir dann einfach versuchen werden, die Challenges zu machen. Ohne dass wir da groß Stress rumhandeln. Jetzt haben wir hier erstmal Division 4. Aber ja, schauen wir mal. Hacke Peter. IHC Hacke Peter. Das klingt nach einem deutschen Gegner. Weiß nicht, ob du mich hörst. Hallo in die Runde. Deutsches Derby. Viel Spaß. GG. So. Hughes, Ovechkin, McDavid. Jetzt hätte ich fast zu früh den Button gedrückt. Hughes erstmal mit dem Rücken Heisi an die Wand gedrückt. Ovechkin. Doddy. McDavid. Der einfache Pass wieder, ja. Harvey stand schon richtig. Da kann man ihr keinen Vorwurf machen. Curlin Harvey. Sie ist schnell, sie ist wendig. Das Problem ist, sie ist eine Verteidigerin, die da vorne eigentlich gar nichts zu suchen hat. Na, falsch abgelegt. Aber wir müssen das probiert. Da, die ist so ein bisschen weit weg. Schöner Hip-Check, muss ich sagen, das war gut ausgeführte. Oh, Harvey. Was macht sie denn wieder? Ein bisschen Twitch, irgendwas habe ich gesehen. Night. Dowdy. Hughes, Harvey. Immer noch auf dem Eis. Unsere Nummer 4. Jack Hughes. Oh! Hillary Knight. Ich dachte, Messier hat die Scheibe. Ja, aber nicht der Fall. Kuznetsov gegen Keller. Ist zu einfach. Na gut, so gewinnt sie die Scheibe auch wieder. Mein Billy, wo steht denn er? Ich sag schon gar nichts mehr. Ah, hat die Scheibe wieder zurückbekommen. Süß. Boah, Selani, Alter. Sollte da einfach nur die Scheibe halten. Mehr sollte er gar nicht machen, gerade. Und schön weitergelegt für Crosby. Nachschauen. Nein! Oh. Kommt in letzter Sekunde das Spiel dann noch hin. 0-0 nach 20 Minuten. Es ist okay. Beide spielen halt einfach ihren Stiefel runter. Chancen war da. Wenn wir halt unseren eigenen Mann nicht abschießen. Oder uns nicht halt nicht selbst im Weg umgehen. Jetzt zu zweit tun.
Weil ich glaube, wir haben unsere eigenen Leute abgeschossen zweimal. Wir haben schon mehr als zwei Torschüsse gehabt. Aber nee, wenn wir zweimal einen eigenen Mann anschießen, zählt das natürlich nicht als Torschuss. Wieder diese einfache Vorhandpass, der so schwer ist ab und zu für unsere Leute. Gut gemacht. Oh, schnell. Gefährlich natürlich mit dem Poke-Check. Wenn der Poke-Check nicht sitzt, dann zack, sitzt du mit zwei auf der Strafbank. Oh, ist mit Twitch, ich habe es wieder nicht gelesen. Ist zu schnell weg. Heisi. Auch nicht schlecht. Kommt nicht ran. Ach, wir schieben die Scheibe doch direkt zu ihm. Michael Packer. Ja, gut verteidigt. Twitch Tom Tom. Müssen wir mal schauen. Bisher relativ krasse Defensivschlacht. Oh, Megan Keller. Das war mit einer der gefährlichsten Schüsse bisher. Hillary Knight. Oh, kriegt die Scheibe nicht um Wasilewski rum. Abgefälscht. Ja, und das ist eigentlich Behinderung an Luke Hughes, wollte ich schon sagen, an Jackie, aber gut. Haben wir jetzt auf der anderen Seite auch schon ein paar Mal gehabt. Ach komm. Fahr halt nicht rückwärts rum, echt. McDavid bei ihm geht nicht wechseln. Gefälscht, Billy Wu. Na, ah, Faber kriegt die Scheibe im letzten Moment nicht rüber. Das ist gut, was beide Seiten spielen. Also defensiv, glaube ich, mit eins der besten Games, die wir bisher gehabt haben. Schon halt 2 Minuten. Klar, Check am Torhüter. Gab's aber jetzt, glaube ich, auch nichts. Aber sehr unfassbar gut macht. Er drängt uns unfassbar gut ab. Aber nur ein Torschuss zugelassen in den Drittel. Aber halt auch wieder vorne keine Bude gemacht, ne? Muss man halt auch wieder dazu sagen. Taylor Heisi. Oh, hat Platz. Kann man mal nutzen. Ovechkin gegen Doughty. Boah. Heisi. Huh. Huh.
Gretzky mal mit der kurzen Ablage anstatt mit dem Querpass auf McDavid. Der war nicht schlecht von Caroline Harvey. Dottie, gut. Hughes, oh, McDavid schneller dran als Gretzky, gut, hat Räder aktiv. Und das Ding hält fest. Keller. Wie? Ich weiß echt nicht, das ist gigantisch. Das ist eine 87er Stürmerin hier. Oh, Brock Faber. 87er Stürmerin, Verteidigerin, die hier durchgeht durch die Reihen, als wäre das wirklich so, ja, typischer Montagmorgen. Komm mal machen. Easy going. Oettinger hinten hält, pariert wie ein Weltmeister. Mein Gott. Und jetzt entscheidet wahrscheinlich das Spiel wieder eine 2-Minuten-Strafe, wo ich einfach sage, Alter, ich versuche einen Schuss zu blocken und der andere läuft in mich rein. Ja, wow. Ja gut, das ist schon ein bisschen blöd, aber es war jetzt nicht was, wo ich sage, das ist Beinstellen. Celani, oh, Rückhandschuss. Gianta, Miricek, das ist falsche Verteidigungsseite. Nee, Spielunterzahl, hallo. Ja, das war nicht mein Ziel. Aber wir können durchwechseln. McDavid. Das sind Momente, wo ich dann wieder dastehe und denke, Alter, ist das dein Scheiße ernst? So ein Weltklasse-Spieler. Gretzky, Heisi. Warum spielt er nicht McDavid an, der vor dem Tor steht? 9 Sekunden noch. Das ist Last Chance. Das ist raus. Das ist Overtime. Zwei Leute, die absolut vorne das Tor nicht treffen. Auf der einen Seite Oettinger wie ein Irrer, auf der anderen Seite Vasilevskiy wie ein Irrer. Wahnsinn. Wahnsinn. 9 zu 13 Torschüsse.
Ja, er hat uns jetzt ein bisschen in Offensive. Aber gut, schussmäßig sind wir vorne. Zeit und Offensiv passmäßig sein Game. Also es ist schon eine enge Kiste. So, jetzt da. Overtime. Also da profitieren wir von 99 Bullies. Caroline Harvey. Er verteidigt es unfassbar stark. Boah. Come on. Kuznetsov. Letzte Spielminute. Ich muss generell sagen, jetzt haben wir hier ein Abseits. Es geht viel zu schnell. Es geht viel zu schnell, die Zeit in der OT. Das ist einfach... Ist nicht Rivals-würdig. Ist nicht Rivals-würdig. Schade. Schade geht raus. Clayton Keller. Matthews. Dowdy hinten mit dabei. Dowdy wartet. Ist geblockt. Uah. Boah. Junge. Es ist, und jetzt kommt es halt auf den Modus an, wo ich sage, das ist jetzt pures Glück. Aber es macht zumindest ein bisschen mehr Spaß. Wobei ich glaube, dass auch der Gegner jetzt ein Gegner war, der nicht immer das übliche 1, 2, 3 runterspielt, sondern auch mal was versucht. Ich habe es gesehen, hat irgendwann angefangen, die Rückwärtsläufe zu machen vom letzten Jahr. Da hätte ich ins kurze Eck schießen müssen. Dann ist vorbei. 11 zu 15 hat jetzt überhaupt doch so 2 Torschüsse. Ja gut, 2 zu 2. Aber an sich 4 Schüsse in Overtime ist halt lächerlich. Props an der Stelle an Gegner. So macht Eishockey wieder Spaß. Hat er mich gut erwischt. Ich dachte, er geht aufs rechte Eck. Ich dachte, er schießt im ersten Versuch schon. Oh, gut abgeblockt. Bleibt da lange stehen. Dinger pariert. Das müssen wir halt auch treffen, ne? Boah, easy Parade. Easy Parade. Jo, 2-0. Schade. Schade, aber ich muss wieder sagen, so ein Spiel hat eigentlich keinen Sieger im Shutout verdient. Es war ein geiles Spiel, beide Partien spielen richtig nice mit und dann wird so ein Spiel im Shutout besiegelt, verstehe ich nicht. Muss ich einfach straight so sagen. Warum macht man da nicht, das merkt man auf bei Rivals. Ich habe schon so oft gesagt, lasst uns einfach spielen. Lasst uns einfach spielen. Sudden Death Overtime bis zur Verzweiflung. Verstehe ich nicht. Aber gut, am Ende ist es dann so ein Spiel, was leider in Overtime, nicht in Overtime, im Shutout entschieden wird. Wasilewski stand da richtig gut eigentlich, wobei auch gleichzeitig richtig schlecht. Hat er Wasilewski selber gesteuert? Könnte sein. Na,
dass die Dingszene nicht dabei, wo wir durchschneiden, das ist schade. Das war der heiße Schuss. Ja. Ist natürlich als Linkshänderin, wobei der sowieso noch abgefälscht ist, der wäre eh ein bisschen anders gekommen. Als eigentlich geplant war, aber ja, am Ende reicht es halt nicht, dass die Scheibe ins Tor geht. Mir eh Glück, dass die Scheibe da noch durchgeht und er hier nicht komplett sprinten kann. Schade, schade. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, Tschüssikowski.